Zombie Apocalypse. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zusammen zurück zu einer neuen Folge vom LS17 mit der Feuerwehrmod. Schön, dass du wieder mit dabei bist, hier bei einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal. Heute wird das alles ein bisschen anders werden, liebe Freunde. Denn ihr seht es ja gerade schon selbst, es ist Nacht geworden, es ist dunkel. Man sieht die Hand vor den eigenen Augen gar nicht mehr. Und wir haben soeben einen neuen Einsatz reinbekommen. Einsatzstichwort lautet: schwer verletzte Person auf Straße gefunden. Ob das jetzt so richtig ist, liebe Freunde, das werden wir jetzt gleich in Kürze erfahren. Es sieht alles schon ganz schön horrormäßig aus. Also man könnte schon meinen, das ist hier Halloween oder so. Auch gerade wenn man jetzt aus dem Fenster schaut und den Mond sieht, das ist schon ganz schön gewaltig irgendwie. Und ich bin jetzt diese eine Person, die jetzt zum Einsatzort ausrücken wird. Wir haben schon über Funk gehört, dass die Nachbarfeuerwehr auch alarmiert wurde. Und wisst ihr was, ich bin jetzt einfach nur gespannt, was uns dort jetzt erwarten wird. Ich gehe schon vom Schlimmsten aus, denn gerade in der Nacht passieren natürlich die schlimmsten Dinge. Gerade auch hier in Westerrade ist es auch eine Tagesordnung, dass man auch gerade bei Nachteinsätze die schlimmsten Einsätze hier hat. Deshalb, wir rücken erstmal aus und wir schauen uns das am besten mal an, was jetzt vorgefallen ist. Ich rücke jetzt auch nur mit zwei Fahrzeugen aus. Das ist zum einen unser KDW und unser Rüstwagen. So, heute ganz, ganz wichtig. Na klar, wir brauchen sehr viel Licht. Deshalb könnte es auch sein, dass ich vielleicht noch weitere Fahrzeuge mit hinzuhole. Da wir natürlich die Einsatzstelle auch erst einmal ausleuchten müssen. So, gerade rüber seht ihr beim Shop auch schon zwei Funkstreifenwagen. Einen RTW. Was hat es denn damit jetzt auf sich? Weitere Details folgen zugleich, liebe Freunde. Wir rücken aus. Fahren jetzt erstmal auf die Hauptstraße. Und dann rüber auf die Landstraße 1 in Westerrade. Da, wo wir gerade zum Einsatz alarmiert worden sind. Das ist schon richtig beklemmt, dieses Gefühl gerade. Wir sind sogar schon am Einsatzort eingetroffen. Das war eigentlich gar nicht mal so weit weg. Aber das ist schon eine ganz schöne gefährliche Stelle hier. Ich stelle mich am besten mal gleich bewusst hier vor der Brücke auf. Damit man uns auch rechtzeitig erkennen kann. Ist das, glaube ich, schon das Beste. Und das genau meinte ich. Jetzt haben wir hier ein Nachbarfahrzeug, einen Rüstwagen, der hier bloß mit ganz normalem Licht steht. Also hier muss auf jeden Fall noch ein bisschen ausgeleuchtet werden und ich sehe hier drüben wirklich etwas Grauenvolles. Da steht ein Bagger, so wie es aussieht. Wir haben auch gerade schon gehört, dass die Polizei jetzt hier ein Großaufgebot auffahren wird. Deshalb stehen die Fahrzeuge auch schon bereit. Die werden jetzt natürlich auch zum Einsatzort gerufen. Zu diesem schrecklichen Ereignis in Westerrade. Das ist wieder unvorstellbar, diese eine Situation hier. So, die Polizei ist mit einem ersten Funkstreifenwagen am Einsatzort eingetroffen. Und wisst ihr was, wir stellen uns am besten mal jetzt auf die andere Seite. Wir fahren hier einmal mal vorbei. Stellen uns jetzt mitten in die dunkle Seite dieser Straße. Hier wird das erstmal ausgeleuchtet. Mit den ersten Funkstreifenwagen und der zweite folgt natürlich zugleich. Der kommt jetzt auch gleich hinterher. Und unterstützt den anderen Polizeiwagen am Einsatzort.
Also wenn ich wirklich mal ehrlich bin, Nachteinsätze sind wirklich nicht so meins. Gerade wenn man hier so einen Einsatz hat, dann überlegt man sich schon zweimal, ob man den jetzt mitfährt oder nicht. Gerade als Freiwillige Feuerwehr ist das schon ganz schön gewaltig. Wenn man solche Bilder hier mitten in der Nacht sieht, die bekommst du auch nicht mehr so schnell aus dem Kopf. Das geht auf jeden Fall nicht. Wir sperren jetzt erstmal hier die Straße ab. Und ich denke mal, das machen wir auch erstmal weiträumig. Denn wir haben es hier wirklich mit einem großen Einsatz zu tun, ein großer Tatort, der genau hier auf dieser Nebenstraße ist. Und wir brauchen jetzt nur noch von unserer Feuerwache erst einmal den Rüstwagen. So, die Lampen sind grün. Wir rücken aus, unterstützt die Kameraden vor Ort. Wir brauchen erstmal ganz viel Licht am Einsatzort. Aber ich schätze mal, das werden wir gleich hinbekommen. Vielleicht holen wir uns noch ein weiteres Feuerwehrfahrzeug mit dazu. Vielleicht die Drehleiter, dass wir sozusagen von oben so ein bisschen beleuchten können. Aber das wird ja gleich der Einsatzleiter uns mitteilen, wie er jetzt entscheidet. Und der Einsatzleiter, der steht ja auch ganz schön, ich sag mal, bescheiden auf der Straße. Der nimmt ja fast beide Spuren ein. So. Dann machen wir jetzt erstmal einmal Licht. Und ich glaube, wir brauchen gar kein anderes Auto mehr. Wir holen uns jetzt bloß noch den Generator raus. Und dann werden wir hier gleich mal ein bisschen Licht aufstellen. Erstmal für ein bisschen Strom sorgen. So. Also das sollte auf jeden Fall irgendwie hinhauen. Das war jetzt hier gleich Licht am Einsatzort haben. Achso, jetzt bist du schon wieder falsch. Verdammt, das gibt's ja nicht. Das ist so der schöne Scheinwerfer. So, ich werde euch natürlich auch gleich zeigen, was wir hier für einen Einsatz haben. Also man hat es vielleicht schon so ein bisschen erkannt, was hier gerade so abgeht, was Phase ist. Es ist wieder ein richtig schlimmer Einsatz, den man natürlich so gar nicht irgendwie in Worte fassen kann, weil das einfach viel zu tragisch ist. Es ist viel zu schlimm und viel zu heftig natürlich auch. Damit muss man, wie gesagt, auch erstmal klarkommen. Deshalb meine ich auch gerade, da überlegt man sich schon zweimal, wenn man jetzt dieses Einsatzstichwort sieht, ob man da jetzt mitfährt oder nicht. Aber schon mal ganz wichtig, wir haben für Licht gesorgt. Das ist auf jeden Fall hier komplett ausgeleuchtet. Die Nacht wird zum Tag. Und eine Sache würde ich hier gerne noch aufstellen. Das können wir hier noch mitten auf die Kreuzung eigentlich machen. Das sind ja die Pylonen. Die können wir hier erstmal verteilen, denn ein weiteres Fahrzeug kommt jetzt nicht, wird nicht gebraucht. Hier machen wir erstmal zu. Und hier hinten genau auch beim Funkstreifenwagen. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch noch einen stehen. Da können wir auch noch einmal hin und hier die Straße absperren. Da sieht man auch mal, wie dunkel das da hinten ist. Da hinten ist echt gar nichts mehr. Das ist einfach bloß, ich glaube, da kommt sogar Wald oder so. Irgendwann später. Das haben wir erstmal. Und eigentlich ist der RTW mal ganz, ganz wichtig. Der rückt jetzt trotzdem noch aus. Aber wir haben es ja auch schon über Funk gehört. Bei diesem Einsatz wird er eigentlich nicht mehr benötigt. Das ist jetzt bloß eine Eigensicherung für die Kameraden vor Ort, für alle Rettungskräfte. Deshalb zur Sicherheitsstellung oder Sicherstellung rückt auch noch der RTW aus, der sich hier erstmal aufstellen wird. Jetzt habe ich natürlich schon die Pylonen hier platziert. Weil eigentlich dachte ich jetzt wirklich, der rückt gar nicht mehr aus. Oh, jetzt haben wir eine Pylone weggehauen.
So, auch der RTW ist erfolgreich eingetroffen. So, das haben wir erstmal. Jetzt müssen wir hier bloß wieder die Pylonen ordnungsgemäß hinstellen. Aber ich glaube, die eine hier, die können wir vergessen. Die hat sich jetzt einmal komplett falsch gedreht. Jetzt haben wir sie erstmal auf dem... Ach, guck mal. Das funktioniert anscheinend dann immer, ja. Wenn man wenn man die Pylone einfach hochwirft und aufs Auto legt, dann funktioniert das wieder. Dann ist er wieder gerade. Naja. Naja, oder auch nicht. Okay, komm, lass mal so stehen. Ist jetzt auch nicht schlimm. Wir haben hier ein bisschen abgesperrt. Man sieht es ja, man erkennt es. Hoffe ich mal. Und ich schaue am besten jetzt mal rüber, was jetzt hier eigentlich passiert ist. Denn das ist ein wirklich schlimmes Ereignis, was jetzt auch schon geklärt wurde. Das ging Gott sei Dank sehr, sehr zügig. Das ist auch eine ganz schön kranke Geschichte, die wir jetzt hier erleben oder erlebt haben. Also ihr seht ja schon mal hier diese große Baumaschine, diesen Bagger, nennt sich das ja. Der ist hier mitten in der Nacht über die Straße gefahren. Das Ding war, dieser Bagger steht eigentlich ein paar Meter, ich weiß gar nicht, wo genau das jetzt sein soll. Also der ist anscheinend hier irgendwo auf einem Gelände, da stand er. Er wurde geklaut. Der Dieb, der Räuber, ist da eingestiegen, hat das Ding kurz geschlossen und ist damit über die Straße gefahren. Daraufhin wurde der Eigentümer wach. Er ist anscheinend diesen Bagger hinterhergelaufen und unglücklicherweise ist der dann sofort, ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, ist ja unter einer dieser Ketten gelandet und der Räuber hat diese Person meterweit mitgeschliffen, bis diese Person, der Eigentümer, dann, ja, ihr wisst schon, also ich brauche dazu, glaube ich, gar nichts mehr sagen. Er ist dann unter den Bagger gelandet, unter die Ketten gekommen und somit hat sich das dann auch schon erledigt. Das ist wirklich ein richtig trauriger Einsatz, das noch mitten in der Nacht. Das ist echt wirklich eine sehr, sehr schlimme Sache, eine schlimme Geschichte. So ein Einsatz, das ist immer wieder Wahnsinn und tja, das hat sich jetzt hier auch selber sehr schnell geklärt. Der Räuber stand bis zum Eintreffen der ersten Einsatzkräfte unter Schock. Er hat den Bagger nicht verlassen und bis dann die Polizei vor Ort war, hat er sich auch nicht weiter bewegt. Er wurde dann vor Ort noch festgenommen. Also geflohen ist er auf jeden Fall nicht. Der war wirklich in Schockstarre, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und wie gesagt, der Eigentümer hat es nicht mehr geschafft. Man muss damit auch erstmal klarkommen. Also das ist, wie gesagt, verdammt schwer für alle Einsatzkräfte hier vor Ort. Aber trotzdem, immerhin muss man dazu sagen, wurde der Attentäter oder der Täter gefasst von der Polizei und wird jetzt auf jeden Fall verhört. Alter, jetzt wird es erstmal ein bisschen noch dauern, denke ich mal, bis hier alles geräumt wird. Bis wir zusammengepackt haben, bis wir zurück in der Feuerwache sind, wird es auf jeden Fall noch ein paar Stunden dauern. Dann muss man auf jeden Fall über alles reden, was man jetzt hier erlebt hat, was man gesehen hat. Darum kümmert sich dann natürlich ein Notfallseelsorger. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, bis wir das heute verarbeitet haben. Aber ich muss dazu sagen, der Einsatz ist hiermit erstmal für uns abgeschlossen. Wir könnten jetzt nichts weiteres tun. Wir haben jetzt ausgeleuchtet und Hilfe geleistet. Die Polizei ermittelt natürlich hier gegen diese Person und somit heißt es für uns jetzt bloß noch zusammenpacken und in den nächsten Stunden auch wieder abrücken. Ich kann mal ganz kurz mal so ein bisschen nach oben und zeigen, wie das von oben aussieht. Also das ist, wie gesagt, das sind Bilder, die man jetzt nicht so schnell nicht mehr vergessen wird. Das ist einfach nur heftig, das ist krass, das ist einfach nur der schlimmste Einsatz, den wir bisher in der Nacht hatten. Und ich hoffe einfach mal, liebe Freunde, dieser Einsatz hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir das gerne wissen. Schreibt mir das gerne unter diesem Video in die Kommentare und vielleicht sehen wir uns dann auch bald wieder im nächsten Video, im nächsten Einsatz hier mit der Feuerwehr Westerrade. Macht's gut, liebe Freunde. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao.